Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Video möchten wir Ihnen einmal die Prinzipien der operativen Knorpelbehandlung und auch so etwas der Entscheidungsfindung näherbringen. Ganz wichtig, und das ist eine wichtige Information für den Anfang, dass nicht automatisch jeder Knorpelschaden einer Operation bedarf. Es gibt Studien, das ist nur eine Beispielstudie an jungen Fußballspielern, dass auch bei Patienten, die vollständig beschwerdefrei sind, häufig in der Kernspintomographie Knorpelschäden diagnostiziert werden. Natürlich besteht dann immer die Frage, schreiten die über die Zeit voran und können möglicherweise später nicht mehr so gut therapiert werden. Das kann auch mal ein Grund für eine knorpelregenerative Operation darstellen, aber oft und wenn gar keine Beschwerden bestehen, reicht es dann auch, diese Knorpelschäden einmal vorab zu kontrollieren. Dennoch ist es richtig, dass wenn man über die Behandlung von Knorpelschäden spricht, dass im Wesentlichen zwei Punkte im Vordergrund stehen. Das eine ist natürlich, wenn Beschwerden dem Knorpelschaden zuzuordnen sind, die Symptomreduktion. Und das zweite ist eben genau dieser Aspekt, den ich eben schon erwähnt habe, nämlich das Voranschreiten zu vermeiden und einen Knorpelschaden noch in einem Stadium zu behandeln, in dem er einer solchen Therapie dann entsprechend zugänglich ist. Wenn man sich dann mit einem Patienten mit einem Knorpelschäden beschäftigt, dann gibt es aus meiner Sicht im Wesentlichen vier Fragen, die unbedingt beantwortet werden müssen. Und die erste Frage ist es denn wirklich, und damit referenziere ich wieder ein bisschen auf diese Studien, die ich eben gezeigt habe, dass Knorpelschäden auch oft zufällig diagnostiziert werden, besteht überhaupt wirklich ein Zusammenhang zwischen dem Knorpelschaden und den Symptomen, die der Patient aufweist? Da ist natürlich die klinische Untersuchung wichtig, aber es gibt auch zum Beispiel in der Kernspintomographie kleine Hinweise, wie zum Beispiel, Sie sehen das hier links im Bild, eine Reaktion des subchondralen Knochens, die uns so ein bisschen einschätzen lassen, ob ein Knorpelschaden von klinischer Relevanz ist oder möglicherweise nicht für die Beschwerdesymptomatik des Patienten ursächlich ist. Und so banal das klingt, das ist die zentrale und wichtige Frage zur Entscheidungsfindung an jeder initialen Vorstellung bei einem Patienten mit Knorpelschaden. Und die zweite Frage ist der Knorpelschaden für eine Therapie überhaupt geeignet und ist der Patient als solches geeignet? Und auch das klingt relativ banal, aber wir müssen in den Sprechstunden doch viele Patienten deswegen auch enttäuschen, weil sie relativ spät mit der Frage nach der Möglichkeit einer knorpelregenerativen Therapie bei uns vorstellig werden. Grundsätzlich ist es so, dass Arthrosen, wie Sie das unten auf dem arthroskopischen Bild einmal sehen, wo der Knochen an beiden Gelenkpartnern schon vollständig frei liegt, keine Option für eine knorpelregenerative Therapie sind. Das heißt, es gibt definitiv im Bereich der Knorpelchirurgie ein zu spät und wenn die Arthrose fortgeschritten ist, dann ist sicherlich keine gute Indikation dafür. Man kann das sehr gut mit einer Wiese vergleichen. Wenn eine Wiese an einer Stelle ein Loch aufweist, dann können Sie das gut mit Rollrasen entsprechend flicken. Und das ist eine ganz gute Übertragung in die Knorpelchirurgie. Solche Probleme können wir lösen. Wenn die Wiese aber ausgetrocknet ist und an vielen Stellen aufbricht, dann fällt es uns schwer, mit einer Therapie an einer Stelle dieses Problem entsprechend dann zu lösen. Das heißt, die Voraussetzungen für eine knorpelregenerative Therapie sind dieses Thema Loch an einer Stelle, also umschriebener Knorpelschaden, keine fortgeschrittene Arthrose. Aber es ist eben auch wichtig, dass dem Knorpel oder dem zu regenerierenden Knorpel eine gute Umgebung geboten wird. Das heißt, möglichst sollten die schützenden Strukturen bei Knorpelschäden am Oberschenkel oder am Schienbeinkopf, vor allem die Menisken, noch möglichst gut erhalten sein, aber auch der Patient muss sich eignen. Dazu gehören Themen wie, dass er natürlich auch frühzeitig über die Nachbehandlung, die sehr aufwendig ist bei Knorpelschäden, informiert sein muss. Er muss sich aber auch sich selbst stellen, um die Rahmenbedingungen möglichst optimal zu machen. Dazu gehört sicherlich bei übergewichtigen Patienten eine Gewichtsreduktion, aber auch Themen wie Nikotinabusus, der mit schlechteren Ergebnissen assoziiert und korreliert ist, ist dort ein wichtiger Punkt. Und die übertreffen meistens den Faktor
kalendarisches Alter, sodass man gar nicht so genau sagen kann, ab welchem Stichtag Alter eine knorpelregenerative Therapie nicht mehr möglich ist. In der Regel sind aber dann doch eher jüngere Patienten für ein solches Verfahren entsprechend geeignet. Wenn man diese Fragen dann beantwortet hat, dann kommt auch eine weitere sehr wesentliche Frage, nämlich die Frage, was wirklich der Grund für diesen Knorpelschäden ist. Und das ist eine Frage, die wir uns als behandelnde Ärzte dann entsprechend stellen müssen. Da kommen Instabilitäten des Gelenkes in Frage, da kommen aber auch Fehlbelastungen durch Achsveränderungen, Asymmetrien des Gelenkes in Frage. Und nur in seltenen Fällen ist es wirklich so, dass ein unfallbedingter Knorpelschaden dort entsprechend vorliegt. Das heißt, in der Sprechstunde ist meist der erste Schritt dahingehend zu sehen, dass man entsprechende Umfelddiagnostik macht, zum Beispiel Vermessung der Beinachse, anderer geometrischer Parameter, Stabilitätsbeurteilung des Gelenkes, um dieser Frage, was ist der Grund für den Knorpelschaden, möglichst eine Antwort geben zu können. Die Folge daraus ist natürlich, dass man diese Gründe versucht, auch in die knorpelregenerative Therapie bzw. in das Therapiekonzept mit aufzunehmen. Das heißt, wenn man eine Fehlstellung als Ursache für so einen Knorpelschaden entsprechend diagnostiziert, dann ist es natürlich auch wichtig, mit dem Patienten zu besprechen, diese Fehlstellung möglichst zu behandeln. Da kommen Maßnahmen wie Stabilisierungen des Gelenkes, aber zum Beispiel auch Beinachsenkorrekturen zur Sprache. Und meist überrascht man die Patienten dann doch mit solchen Konzepten, weil der Wunsch des Patienten natürlich in erster Linie in der Behandlung des Knorpelschadens liegt und er dann etwas überrascht ist, wenn man doch von etwas größeren und umfangreicheren, aber aus meiner Sicht hier sehr sinnvollen Maßnahmen spricht, die natürlich die Ausgangssituation für den neuen Knorpel dann deutlich am Ende des Tages bessern. Und erst dann kommt eigentlich die Frage, mit der der meiste Patient kommt, nämlich welche Art der Therapie ist dann die am besten für meinen Knorpelschaden entsprechend geeignet ist. Und das ist sicherlich keine unwichtige Frage, aber ich glaube persönlich, dass für den Therapieerfolg die ersten Fragen mindestens von gleicher entsprechender Bedeutung sind. Wenn man dann über die Optionen spricht, darauf möchten wir in einem anderen Patienteninformationsvideo dann näher eingehen, dann spricht man über die verschiedenen Techniken. Da gibt es sogenannte knochenmarkstimulierende Techniken, es gibt Transplantationen, Knorpelzelltransplantation, es gibt die Transplantation von Knorpelknochenzylindern oder auch neu von mikrofragmentiertem Knorpelgewebe und es gibt auch Biomaterialien, die für die Regeneration von Knorpel entsprechend eingesetzt werden können. Und der wichtigste Faktor ist dann eigentlich so etwas die Größe von dem Knorpelschaden, um aus diesem Portfolio entsprechend die für den Patienten geeignete, aber auch notwendige Therapie dann entsprechend zu wählen.